Willkommen zurück zu einer weiteren Folge. Oh Gott, alle quatschen zwischendurch. Willkommen zurück zu einer weiteren Folge. Die Elder Scrolls 5 Skyrim auf dem Kanal Gamer Alchemist. Diese Woche kommen wieder nur zwei Folgen. Aber es wird noch eine Woche kommen, wo ich die ganze Woche lang Skyrim hochlade. Und zwar halbe Stunde Parts. Nicht, weil ich unglaublich irgendwie, weil ich das pushen möchte und durch sein will mit dem Spiel. Ich meine, das Spiel ist ja rein theoretisch unendlich groß, ne? Seit wann wachsen hier die Pflanzen? Das wusste ich gar nicht. Das Ding ist halt einfach, ich will ein bisschen vorankommen an sich und mir macht halt Skyrim auch momentan echt viel Spaß. Deswegen möchte ich euch eine ganze Woche, ich glaube, das wird sogar dann die Weihnachtswoche, würde ich euch dann damit dann quasi bescheren, whatever. Diese Woche also nur noch zwei Folgen, nächste Woche denke ich auch und dann kommt auch schon die Woche, wo ihr eine ganze Woche lang, außer den Sonntag natürlich, da kommt ja kein Video, Skyrim haben werdet. Halbe Stunde Parts, also sechs Folgen in der Woche, das ist schon, glaube ich, guter Deal. Das sind drei Stunden Skyrim insgesamt, kann man sich auf jeden Fall... Oh! Ey, sorry, tut mir leid, ich... Mann, ich habe Blut im Gesicht, wisch mir weg bitte. Ich habe nichts getan. Ja, ich auch nicht. Naja, egal. Wir waren ja bei der Frau, und da haben wir die Quest jetzt eigentlich angenommen. Sieht nicht so aus, ne? Na gut. Frisch gebackene Brote. Ich quatsch mal nochmal mit der. Ich kann nur noch an meinen Sohn Thorald denken. Okay, gut, jetzt müssen wir das nochmal wiederholen. Sie sagen, er sei umgekommen, aber ich weiß es besser. Ich weiß, dass mein Sohn lebt. Diese Kampfgeborenen. Sie sind mit den Kaiserlichen im Bund. Sie wissen es nur zu gut und lügen mir doch ins Gesicht. Und woher wollt ihr wissen, dass euer Sohn lebt? Ich weiß es einfach. Ich fühle es in meinem Herzen. Ihr müsst mir glauben. Eine Mutter weiß sowas. Bitte kommt zu mir nach Hause. Dort kann ich euch die ganze Geschichte erzählen. Das war auch so eine Quest, die hat man übelst lange im Inventar. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Aber die hat man halt übelst lange im Inventar und macht die dann irgendwann fast schon gegen Ende, weil die halt übelst weit entfernt ist, die Quest. Wir werden uns natürlich auch ein paar Nebenquests stürzen. So. Die wir halt schon gemacht haben in der anderen Edition. Naja, ist es auch. Mit Banditen komme ich gut zurecht. Aber Drachen? Ja, ja. Die Welt ist verrückt geworden, bla bla bla. Ach ja, ich werde diese Standardsätze vermissen. Ich glaube auch tatsächlich, ich werde nächstes Jahr am 11.11. 2022. Ah, der hat ja auch, glaube ich, eine Quest. Werde ich Starfield, glaube ich, let's playen tatsächlich. Ich weiß, es kommt zwar nur für Xbox und PC. Und für PC werde ich sicherlich nicht spielen, weil ich da irgendwie erstens keinen perfekten PC für habe. Alles gut, was ist los? Fängst du an, ja? Okay. Wo sind sie jetzt hin? Ah, ich glaube hier drinne. Ich glaube, sie ist hier drinne. Ja, da kam gerade meine Freundin rein. Huch. Kann mal passieren. Ich muss auch kurz auf Pause machen, damit ich zu Ende rede, weil sonst quatscht der mir jetzt noch dazwischen. Da habe ich gar keinen Bock drauf. Also, ich werde nächstes Jahr wahrscheinlich Starfield let's playen. Am 11.11.22. Weil das halt das dritte große Universum von Bethesda ist. Also nicht von Bethesda an sich, sondern von Bethesda Game Studios. Neben Fallout und Skyrim. Oder Elder Scrolls besser gesagt. Und ich habe da einfach Bock drauf, neues Universum zu erkunden. Und ich werde mir dafür auch dann die Xbox Series S holen. Wahrscheinlich habe ich da schon eine. Die ist auch nicht so teuer. Kann man sich mal holen, denke ich mal. Und damit ihr Bescheid wisst. Also Starfield wird auf jeden Fall kommen. Ich habe da Bock drauf. Und mal schauen, wie lange wir Skyrim hier noch spielen. Das wird eher so ein Winterding. Ich glaube, so im März wird das ungefähr aufhören, wenn dann Elden Ring kommt. Nur so für euch zur Absicherung, damit ihr nicht denkt, ich mache das jetzt hier wieder zwei Jahre lang oder fast drei Jahre lang, so wie bei Skyrim Remastered. Was soll das? Wen habt ihr da mitgebracht? Avulstein, legt das weg. Avulstein, was ein Name? Bei der Suche nach Thorald helfen. Woher wissen wir, dass er nicht für die Kampfgeborenen spioniert? Das war dumm. Wir können niemandem vertrauen. Wer weiß, was geschieht, wenn sie mich hier finden. Ich halte das nicht mehr aus. Bitte keine Waffen mehr.
Lasst uns einfach reden. In Ordnung, Mutter. Ich hoffe nicht, dass ihr Ärger sucht. Was kann ich für euch tun? Ihr wollt also helfen? Ich weiß eigentlich nicht einmal genau, was los ist. Mein Bruder Thorald. Er hat für die Sturmmäntel gekämpft und ist verschwunden. Man geht davon aus, dass er tot ist. Aber das ist er nicht. Ich weiß es. Die Kaiserlichen haben ihn gefangen genommen und halten ihn irgendwo fest. Die Kampfgeborenen wissen wo. Ich würde in ihrem Haus nach Beweisen suchen, aber hinter mir sind sie auch her. Wenn sie mich kriegen, werden wir nie erfahren, was mit ihm geschehen ist. Jemand muss also diesen Beweis für mich finden. Okay, und was für Beweise braucht ihr? Eine Bestätigung, dass Thorald nicht tot ist, sondern gefangen gehalten wird. Ich weiß, dass ihr sie bei den Kampfgeborenen findet. Sie würden den Beweis natürlich verstecken, damit nicht rauskommt, dass sie die ganze Zeit über gelogen haben. Aber ihr könntet sie so weit bearbeiten, dass sie nachlässig werden. Okay. Und warum glaubt ihr, dass die Kampfgeborenen irgendwas damit zu tun haben könnten? Die Kampfgeborenen. Die größten Stiefellecker des Kaisers hier in Weißlauf. Ihre Verbindung zum Kaiserreich und zur Armee sind bekannt. Als Thorald nicht nach Hause kam, war mir alles klar. Sie wussten, dass Thorald die Sturmmäntel unterstützte und ihnen im Kampf zur Seite stehen würde. Sie ließen ihn nicht zurückkehren. Sie haben ihn eingesperrt, um sich an meiner Familie zu rächen. Da bin ich mir sicher. Okay, alles klar. Ihr solltet lieber niemandem sagen, dass sie mich hier gesehen hat. Naja, bla bla. Falls ihr gibt irgendwie laute... Oh mein Gottes Willen, ey! Was gefunden? Gibt es Neuigkeiten? Habt ihr irgendwas gefunden? Alter, what the fuck? Ich bin gerade mal rausgekommen, frische Luft geschnappt, weil da drinnen alles nach Puppe riecht, ey. Oh mein Gott, hab ich mich erschrocken. Holy shit. Ich wollte gerade sagen, falls ihr irgendwie laute Geräusche hört hier zwischendurch. Draußen machen die irgendwie Party gefühlt auf der Straße, habe ich das, also ganz komisch hier. Naja, so, wir gehen jetzt erstmal nochmal ganz klassisch hier rein und machen die paar Skelette weg und helfen den komischen Priester hier in der Halle der Dotten. Ah, das ist Stehlen. Vielleicht aber... Oh, Schrein von Arkai. Nee, Arkai, sorry, erhöre mich. Danke, danke dafür. So, ich werde jetzt erstmal... Den Käse klauen. Lecker Käse. Käse. Ja, das sind keine Vasen zum Looten, ne? Ne. Oh, das sind Totenschädel. Hä? Von wem wäre ich denn jetzt entdeckt geworden? Gut Deutsch. Von wem wäre ich entdeckt geworden? Ich weiß es nicht. Da ist noch ein Gift. Sehen wir mal. Habe ich mir gerade einen Totenkopf eingesteckt? Ernsthaft? Aber ich habe nur eine Stufe. Wusste ich gar nicht. Wir haben einen Gesundheitsbuff. Ich würde weiter auf Magika gehen. Warte mal, wir sind in der Folge jetzt... ja gut, das ist jetzt eigentlich Quatsch, weil wir sind die ganze Zeit jetzt in der Stadt. Das ist Blödsinn. Wir hatten die letzte Folge ja auch gar nicht gekämpft. Ich glaube, das waren nämlich Einhandwaffen noch. Deswegen bleiben wir da auch noch. Das ist Quatsch sonst. Wenn ich jetzt in jeder Folge wirklich wechsle und... wir gar nicht in den Folgen kämpfen, macht das gar keinen Sinn. Schießkunst wäre schon cool, wir würden aber auch mal Schloss knacken. Schloss knacken wäre auch mal schick, wenn wir das leveln. Ja, dann können wir nämlich bald mit der nächsten Stufe schon Lehrling eröffnen. Das ist schon nice. Achso, ich wollte eigentlich den Totenschädel rausschmeißen. Ah, der guckt euch an. Ey, Bro. Sagt mir, glaubt ihr an den mächtigen Arkai, den Gott des Lebens und des Todes? Götter spielen in meinem Leben keine große Rolle. Ich verstehe. Nun, vielleicht habt ihr Mitleid mit einem bescheidenen Priester, der etwas Kostbares verloren hat. Okay, was habt ihr verloren? Mein Amulett von Arkai. Es ist die Quelle meiner göttlichen Kräfte und ein heiliges Amtszeichen. Ich habe es in den Katakomben verloren. Ich würde danach suchen, aber ich habe dort unten Geräusche gehört. Ich fürchte, die Toten sind ruhelos geworden. Ohne das Amulett habe ich nicht die Macht, mich ihnen entgegenzustellen. Wäret ihr bereit, danach zu suchen? Ja,
Ja, kann ich machen. Ich werde einfach hier warten und darauf achten, dass nichts Böses die Katakomben verlässt. Ein feiner Priester. Du bist ein feiner Priester. So. Okay, jetzt werden wir kämpfen mit Einhandwaffen, weil wir haben in der letzten Folge halt nicht gekämpft. Das wäre jetzt sonst alles ein bisschen doof. Ha! Oder ich bin gerade komplett blöd und wir haben gekämpft gehabt. Wie kommt mir das hier doch schon bekannt vor? Oh Gottes Willen. Warum sind die wieder so leichte Gegner? Warte mal. Ist das wieder auf einfach? Ne, ist auf Experte. Okay, gut. Okay, gut, gut, gut. Ich würde dann auch, glaube ich, Starfield, wenn das nächstes Jahr kommt, auf Experte spielen. Wenn es das überhaupt gibt, ne? Weiß man ja nicht. Aber ich denke mal schon, es ist Bethesda. Begonnen, verschollene Legenden. Verschollene, wir haben uns mit, mein Gott, Sadras getroffen und die Fracht aufgenommen. Zumindest ihr Hauptmann schien in besserer Stimmung zu sein, die anderen wirkten aber erschöpft. Was es noch schlimmer machte, waren all die Nachrichten über die Karawanen, die es nicht geschafft hatten, da sie auf der Straße nach Weißloh von Zwerg-Maschinenkriegern angegriffen worden waren. Ich hege die Sorge, dass diese Furcht, auch auf meine Männer überspringen könnte, vor allem wenn die Einzelheiten ihrer Geschichten sich zu bestätigen scheinen, heizt das die Lage nur noch weiter auf. Oh, konnte ich umblättern? Ich konnte umblättern, oder? Weil ich kenne die Notiz gerade gar nicht. Fuck, welcher war denn das? Da. Oha. Und wie das so weitergeht. Hoffentlich haben die anderen Hauptmänner einen Plan. Ein paar unserer Leute sind bereits desertiert und wir brauchen jeden verfügbaren Mann, wenn diese Angriffe weitergehen. Es wird schwierig, die Leute dazu zu bewegen, die Sicherheit der Taverne gegen die Schrecken des Unbekannten einzutauschen. Selbst ohne diesen Zwergenunsinn wird diese Reise bei all den Banditen, Wölfen und anderen Gefahren auf der Straße noch riskanter werden. Hauptmann Inedus hat uns gebeten, mit der Dresskarawane einen Umweg nach Falkenring zu nehmen. Wenn wir uns von der Hauptstraße fernhalten, fallen wir vielleicht weniger auf. Nochmal eine ganz kurze Sache, das habt ihr vielleicht schon mitbekommen. Eventuell. Oh, das ist ein Stein von Berenzia, oder? Ja, das ist so ein Stein von Berenzia, wie die Scheiße heißt. Oder Berenziat, keine Ahnung. Auf jeden Fall habt ihr vielleicht schon mitbekommen, für die Leute, die fleißige PlayStation-Spieler sind, dass eventuell bald sowas ähnliches wie der Game Pass kommt. Eigentlich gibt es das ja schon mit der PlayStation Collection für die PS5. Aber das wollen sie ja zur PS4 und 5 machen, was ja auch verständlich ist. Und zwar wird das da so sein, dass die ganzen Abo-Modelle umgeändert werden. Na, was bringt das? Blocken. Okay, nice. Und zwar wird es dann so sein, dass PlayStation Plus und PlayStation Now quasi verknüpft werden. Nur dass PlayStation Now dann nicht dieses Streaming-Ding wird, sondern so wie halt bei dem Xbox Game Pass. Man hat die Spiele so lange, wie sie da halt verfügbar sind. Und ja, das wird dann so sein, dass man Stufe 1, Stufe 2 und 3 hat. Und Stufe 1 ist ja das normale PlayStation Plus Modell. Stufe 2 hast du dann unterschiedliche weitere PS4 und 5 Titel eventuell, also eventuell PS5. Und bei Stufe 3, was halt sehr schmackhaft für mich auch ist, da ich ja schon ein bisschen älter bin, mit meinen 25 knackigen Jahren, ist, dass man... Was macht der? Der hat so eine komische Rennanimation, weg damit. Dass man PlayStation 1, 2 und 3 Titel sogar bekommt und PSP auch. Heißt also, man könnte eventuell Fallout New Vegas sogar dann machen oder halt auch Oblivion. Ja, also die Liste der langen Titel von Bethesda hört halt dann nicht auf, wenn das wirklich eintritt. Soll im Frühjahr passieren, wahrscheinlich so im März. Würde ich auf jeden Fall feiern, wenn das kommt. Und wenn das dann halt auch wirklich keine Now-Titel sind im Sinne... Der hat sich einfach wieder hingelegt, perfekt. Im Sinne von Downloaden und dass es halt in Streaming-Qualität ist. Sondern dass das wirklich... Du downloadest dir das, wie bei PlayStation Plus zum Beispiel, und dann hast du die Spiele so lange, wie du das Abo halt hast. Das würde ich schon echt feiern. Ich verbringe... Oh, Arkai sei Dank! Bitte nehmt dieses Gold für eure Bemühungen. Kein Problem, danke. Ich danke dir für 15 Gold. Der legt sich jetzt einfach wieder hin. Faulster Priester, den ich je gesehen habe.
Also ja, das wollte ich euch jetzt auch nochmal erzählen, so. Ich habe ja sonst kein anderes Format, wo ich drüber quatschen kann, außer dann Minecraft. Aber das kommt halt einmal in der Woche. Und da werde ich wahrscheinlich auch nochmal drüber quatschen. Vielleicht kommt das ja sogar dann die Woche, das Thema nochmal. Vielleicht sogar ein bisschen ausführlicher. Dann seid ihr da auf jeden Fall informiert, falls euch das... Warum sammle ich eigentlich die ganze Zeit Blumen? Falls euch das Thema interessiert. So, da werden wir bald hingehen. Wir werden aber erstmal zum guten Jarl Balgruuf, der Ältere, gehen. Weil wir wollen die Hauptquest ein bisschen voranbringen. Was war denn mit ihm jetzt hier los? Der Fuck. Ich glaube, ich könnte das Spiel jetzt auch nicht mehr in 30 FPS spielen, ne? Weil das einfach so smooth ist. Moin, moin. Was soll diese Unterbrechung? Jarl Balgruuf empfängt keine Besucher. Ich habe eine Nachricht von Helgen über den Drachenangriff. Das erklärt, warum die Wachen euch hineingelassen haben. Kommt, der Jarl wird sich persönlich mit euch unterhalten wollen. Ihr wart also in Helgen. Ihr habt diesen Drachen mit eigenen Augen gesehen? Der Drache hat Helgen zerstört und das letzte, was ich sah, war, dass er in diese Richtung geflogen ist. Davonflog. Irelet hatte recht. Na, was sagt ihr dazu, Proventus? Sollen wir weiterhin auf die Stärke unserer Mauern vertrauen? Gegen einen Drachen? Mein Herr, wir sollten sofort Truppen nach Flusswald schicken. Es befindet sich in allerhöchster Gefahr, wenn dieser Drache sich in den Bergen herumtreibt. Er wird annehmen, dass wir uns auf Ulfriks Seite schlagen und ihn angreifen werden. Genug. Wir sollten nicht... Ich werde nicht untätig mit ansehen, wie ein Drache mein Fürstentum niederbrennt und mein Volk abschlachtet. Dieser Satz, auch so legendär, ey. Schickt unverzüglich eine Einheit nach Flusswald. Ja, mein Jarl. Bitte entschuldigt mich. Ich muss mich wieder meinen Pflichten widmen. Das wäre wohl das Beste. Gut gemacht. Ihr seid gemacht. Zu mir gekommen, auf eigene Faust. Ihr habt Weißlauf einen Dienst erwiesen. Und das werde ich euch nicht vergessen. Alter, wie er guckt. Hier, bitte nehmt dies als kleines Zeichen meiner Anerkennung. Ich hätte da noch etwas für euch. Vermutlich eine geeignete Aufgabe für jemanden, der über solche Fähigkeiten verfügt wie ihr. Kommt. Begeben wir uns zu Faringar, meinem Hofzauberer. Er beschäftigt sich mit einer Frage, die mit diesen Drachen zu tun hat. Und mit Drachengerüchten. Okay, ich habe eine Lederrüstung bekommen, das ist ja sehr nett und so, aber ich weiß ja nicht, ob ihr wisst, wie ich aussehe. Ich habe hier einfach schon eine Lederrüstung, glaube ich, sogar an. Also war jetzt nicht so wichtig, dass ihr mir das gegeben habt, aber ey... Geschenken Gaul, schaut man nicht ins Maul, ne? Hier so ein bisschen Unordnung stiften, weil ich ein bisschen sauer bin, dass es nur eine Lederrüstung ist. So. Oh, hier kann man noch die Orte entdecken, irgendwo ist eine Karte. Ich glaube, ich hätte da jemanden, der euch bei eurem Drachenprojekt helfen kann. Nur zu, weiht ihn in alle Einzelheiten ein. Der Jarl glaubt also, ihr könntet mir nützlich sein? Aber natürlich, er muss an meine Drachenforschung gedacht haben. Ja, ich könnte jemanden brauchen, der etwas für mich besorgt. Und mit besorgen meine ich, dass ihr in einer gefährlichen Ruine nach einer alten Steintafel suchen werdet, die vielleicht gar nicht dort ist. Doch, ich hab sie da. Hä, hab ich sie nicht? Hab ich die nicht? Und soll ich gehen und was soll ich holen? Ihr kommt gleich zur Sache, was? Keine Fragen nach dem Wie oder dem Was. Das gefällt mir. Sollen sich eure Auftraggeber mit den Einzelheiten plagen, was? Ich habe von einer Steintafel erfahren, die im Ödsturz-Hügelgrab liegen soll. Einem Drachenstein mit einer Karte verschiedener Drachengrabstätten. Die Tafel liegt vermutlich in der Hauptkammer des Ödsturz-Hügelgrabes. Geht dorthin, findet die Tafel und bringt sie mir. Ganz einfach. Oh, meint ihr etwa diesen alten Stein? Huch. Ah, der Drachenstein aus dem Ödsturz-Hügelgrab. Die Trophäe hatte ich schon gar nicht mal mehr. Ihr seid wirklich aus einem anderen Holz geschnitzt als die Rohlinge, die der Jarl mir sonst schickt. So, was mit meiner Belohnung? Das müsst ihr mit dem Jarl klären. Oder mit seinem Vogt, Aveniki. Einer von beiden wird euch sicher angemessen belohnen. Okay, alles klar. My friend. So, wir werden jetzt erstmal ein bisschen alchemieren. Wir haben nämlich wieder ein paar Zutaten, wie die Biene hier.
Ja, okay. Das gibt schon einen Trank. Das hat nicht funktioniert. Das hat nicht funktioniert. Ein Drache, wie spannend. Wo wurde er gesehen? Ein Drache, wie spannend. So gut, ey. Oh Mann. Nee. Wenn ein Drache war. Ah, oh, Schmippitz, nice. Können wir ihn vielleicht nicht aufhalten. Kann ich jetzt nicht nach oben wegen dem blauen. Oh, Schmetterlingsflügel, okay. Oh, es hat sogar funktioniert. Huch. Ah, ich kann doch die Sachen alle essen, die ich noch nicht habe, ne? Kann ich ja auch erstmal machen. So. Dann werden wir mal. Dann werden wir mal ein bisschen was phrasen. Drachenbaum essen. Nom nom nom. Elfenohr. Nom nom nom. Ein paar Kräuter hier reinpflanzen. Ist doch super. Das war's. Wow. Ja, cool. Zwei Sachen. Super. Nice. Nice, ja. Okay, hat nichts gebracht. Oha. Ah, da ist ja alles dabei. Nice, nice. Oh, wie ich das vermisst habe mit den Alchemieren, ne? Das ist so ein schönes Gefühl einfach. Das hatten wir gerade, ne? Ja. Okay, bringt nichts. Bringt nichts. Okay, wir haben da hier auch schon alles. Okay. Haben wir es erstmal. Mit Alchemie. Was können wir jetzt hier machen? Noch so schönes. Haben wir überhaupt irgendwas zum Entzaubern? Ja, wir haben den hier. Stimmt, die haben wir auch. Die ist gestohlen. Die wollten wir, glaube ich, sogar wirklich entzaubern, ne? Das wollte ich verkaufen, aber es bringt halt nicht viel. So, was können wir denn jetzt? Wir könnten den alten Nordstreitkolben verzaubern mit Blitzschaden. Mach ich das? Nee. Bogen. Den Schild vielleicht? Okay, ich habe noch viel zu wenig Sachen. Goldene Halskette, komm. Oh, das wäre natürlich auch nicht schlecht. Es steigert mein kaum eins. Lol. Okay, das ist ja nix. Aber wir können daraus halt wenigstens ein bisschen, Oh, das bringt aber sehr viel im Sinne von Leveln. Wir könnten das halt weiterhin machen, um das dann einfach zu verkaufen. Guck dir das mal an, wie viel das bringt. Das bringt ja übel was. Vielleicht können wir doch unseren. Nee, das können wir nicht. Dann werde ich jetzt nochmal meinen Streitkolben hier verzaubern, solange es geht. Ja, komm. Volle Kanne ruft da. Also verzaubern kann man gut leveln, finde ich. Muss ich sagen. So, jetzt muss ich erstmal gucken, wie viel Zeit ich noch habe. Wo stand denn das da? Ach komm, noch 7 Minuten. Da ist ja noch viel zu viel Zeit hier. Bisschen was lesen, um vielleicht noch ein paar Erfahrungspunkte abzugreifen. Na gut. Wir haben keine Zeit für Formalitäten. Huch. Ich brauche wieder einmal eure Hilfe. Ich möchte, dass ihr Irilet begleitet und ihr helft, gegen diesen Drachen zu kämpfen. Ihr habt Helgen überlebt. Das heißt, ihr habt mehr Erfahrung mit Drachen als alle anderen hier. Aber ich habe nicht vergessen, welchen Dienst ihr mir erwiesen habt, indem ihr den Drachenstein besorgt habt. Stamm. Als Zeichen meiner Anerkennung habe ich Aveniki angewiesen, dass ihr nun dazu befugt seid, hier in der Stadt Eigentum zu erwerben. Und was sagt ihr Bruder dazu da hinten? Nehmt dieses Geschenk aus meiner persönlichen Waffenkammer entgegen. Oh, was zum Verzaubern. Ich sollte mitkommen. Ich würde diesen Drachen nur zu der großen, flinken Finger. Nein. Was ist denn das bitte? Der großen, flinken Finger. Gibt's auch was mit kleinen, flinken Fingern oder was? Taschen, lol. Er gibt mir einfach was, womit ich seine Leute bestehen kann. Das ist ja sehr nice. Oh Mann. Oh, wir haben noch eine Silberkette. Ach, das ist die. Okay. Waffen und Rüstung können um 12% verbessert werden.
Taschendiebstahl ist natürlich auch nicht so schlecht, ne? Kann halt mal gucken, ob das auch funktioniert, aber das mache ich halt eigentlich nie. Die bringen auch ein bisschen mehr Kohle. Ich kann es mir nicht leisten, euch beide zu verlieren. Ah, hier ist die Karte. Ich möchte, dass ihr hier bleibt und darüber nachdenkt, wie wir diese Stadt gegen die Drachen verteidigen können. Wie ihr befehlt. Noch etwas, Irilet. Das ist kein Himmelfahrtskommando. Ich muss wissen, womit wir es zu tun haben. Keine Sorge, mein Herr. Ich bin die Vorsicht selbst. Festung Sonnenwacht. Rorikstadt. Ich komme aus Rorikstadt. Kartwarsten. So, Drachenbrücke, das war auch. Da gab es auch, glaube ich, eine gute Quest. Festung Rakstad ist, glaube ich, die, wo der Sohn verschollen ist. Mein Gott, das dauert doch immer. So, Festung Dunst. Festung Kastav. Okay, die haben wir noch nicht, oder? Ne? Festung Amol. Okay, Hängen haben wir, Flusswald haben wir. Festung Graumor haben wir noch nicht. So, ich glaube, jetzt haben wir aber alles an der Karte. Ja, jetzt sieht es schon ein bisschen voller aus, auf jeden Fall. Das hat gut funktioniert. So. Warum habe ich denn zwei Pfeile? Ach so, weil sie da ist, aber da muss man hin. Okay, verstehe. Oh, hier könnte ich was... Machen wir das doch mal schnell. Ich mache auch erst in der nächsten Folge das mit dem Drachen, denke ich mal. Weil das jetzt noch zu lange dauern würde. Ich weiß, dass es ja auch noch einen Stein, glaube ich, gab. Ein Stein von diesem Berenzia-Shit. Oh Meister, oh shit. Eieiei, das wird meine Dietriche so kaputt machen. Ich habe die Ecke gefunden. Yeah, komm, das... Ach komm, das war doch auf. Es ist weiter oben. Scheiße. Alter, ist das schwierig. Bitte, ich will nicht alle verlieren. Oh Gott, ja, das war dumm. Komm schon, ich krieg das hin. Ja! Oh mein Gott. Oh, das ist sogar ein Elfenschwert, oha. Hi. What the fuck? Er hat mich nicht gesehen. Moin moin. Was wollt ihr, Rotwardone? Hey, beleidige mich nicht. Ah, nee, ist ja gar keine Beleidigung, stimmt ja. Ach du Scheiße, er hat mich doch gesehen, oder nicht? Wie er da steht, auch wie so ein... So, wenn er gerade irgendwie betet. Alter, hab ich mich erschrocken. Oh, oh, da ist noch ein Fetter. Ach, den kann ich nehmen. Oh, ich glaube, ich kann mich hier bedienen komplett, ne? Mit Essen. Ich glaube, ich kann mich echt komplett bedienen. Da werde ich mal nach Essen suchen. Er steht halt immer noch da so. Alter, ist das unheimlich, wie er da steht. Ich weiß, ich könnte mir auch ein Haus jetzt kaufen. Das machen wir aber dann Vater erst sagt, dass ich zu jung bin, um mit später. Einem Schwert zu trainieren. Also übe ich mit meinen Fäusten. Damit ich will die Sahneschnitte haben. Nom nom nom. Gut. Also jetzt ist das Looten wird jetzt hier natürlich ein bisschen dauern. Ich will auch ein bisschen schon was haben. K
Okay, das sieht halt voll eklig aus, aber ich nehme es einfach mal mit, weil es ist trotzdem was zu futtern. Und hier war, glaube ich, der Stein drin irgendwo. Oh, sogar einen leckeren Apfelkuchen. Ich darf mir einfach so viel hier nehmen. Ich darf mir einfach gefühlt... Oh, hoch. Alles von ihm nehmen. Selbst die ganzen Kleider und alles. Nee. Da ist noch Geld. Hier war gerade was mit Stehen. Den Eisen... Ach, den Eisen darf ich nicht mitnehmen, okay. Da ist der Stein. Der Stein von Berencia. Ich hoffe, ich spreche da so richtig aus. Ich weiß nicht, ob das wirklich Berencia war. Oh, schick. Na gut. Brauche ich aber eigentlich nicht. Und wieder ein Wanderer, der die Stiefel meines Vaters lecken möchte. Gut gemacht. Und wie ich ihn in den Mund nehmen werde. So. Okay. Gut, dann gehen wir jetzt mal raus da. Die Wachen in Drachenfeste behaupten, dass ihr dem Jarl geholfen habt. Ich danke euch. Kann ich hier runterspringen eigentlich, ohne dass ich sterbe? Ich kann nicht mehr raufspringen. Ja, perfekt, ich bin komplett falsch. Schön. Warte mal. Nee, es geht halt echt nicht. Nee, es geht nicht. Ach Mann, ey. Was? Was? Und wieder ein Wanderer, der die Stiefel meines Vaters lecken möchte. Gut gemacht. Der ist ja nur neidisch, dass ich das darf und er nicht. So wird es nämlich sein. So, mehr zu... Also doch, ich glaube, hier gab es noch irgendwo voll viel zu essen. Hier. Oh. Pferdefleisch, Mammutrüssel, aber es sieht nicht aus, als ob man das... Oh, Hundefleisch, kann ich sogar kochen. Oh, guck mal meine an, ey. Ich glaube, das mache ich dann aber off-cam. Guck mal, die Knoblauchzehen, obwohl sie eigentlich keine Zehen sind, die Knoblauchdinger, die haben gerade schon gezittert vor Angst. Salz fehlt mir halt noch, ne? Salz ist das Einzige, was mir halt wirklich fehlt. Schade, dass ich das hier jetzt nicht finde. Weil ich glaube, ohne Salz bringt mir das ganze Essen nichts. Außer ich esse das halt so. Oh, hier ist auch noch Käse. Oh. Salz! Ja, immerhin können wir dreimal was machen. Drei Suppen kochen oder so. Gut, Leute, ich würde sagen tatsächlich, dass ich in der nächsten Folge dann... kann ich den eigentlich auch essen? Keine Ahnung, werde ich mal probieren. Dass ich dann in der nächsten Folge das mit den Drachen mache, damit wir dann Drachenseen aufnehmen können und dann geht unser Abenteuer weiter in Richtung Nebenmissionen, erstmal ein paar und dann irgendwann wieder Hauptmissionen, ne? Dieses Abwechslungshafte halt, ne? Und nicht, dass wir halt nur Hauptmissionen machen oder nur Nebenmissionen, das wäre halt ein bisschen doof. Ich freue mich schon, wenn wir an dem Punkt kommen, wo wir wirklich Missionen haben, die wir noch gar nicht kennen oder Gebiete, die wir noch gar nicht kennen. Das wird auch sehr, sehr cool werden, denke ich mal. Und ja, dann sehen wir uns am Freitag zurück zu einer weiteren Folge Skyrim Anniversary drin und tschüss.